Sie, meine Frau, die Erna, heute Morgen zu mir. Heinrich, wie sehr liebst du mich? Ich sag, Erna, sag doch gleich, wie teuer, oder hast du etwa eine Beule ans Auto gefahren? Nein, Heinrich, wie sehr liebst du mich? Ich sag, Erna, ich liebe dich wie am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben. Oh, das war gar nicht gut, diese Aussage, weil Sie müssen wissen, ich und meine Frau, wir kennen uns verdammt lange. Ja, unsere Eltern waren damals schon Nachbarn und ich und Erna, wir haben als Kinder in Sandkasten zusammengespielt. Auf jeden Fall, aus dieser Diskussion hat sich ein handfester Ehekrach heute Morgen bei uns entwickelt und dann habe ich den größten Fehler gemacht, den du überhaupt machen kannst als Mann im Ehestreit. Ich habe Erna zugestimmt. Ich sag, Schatz, hast ja recht. Den Braten, den hat sie gerochen. Also ich habe das dann vorgezogen, das Haus zu verlassen, um Erna komplett aus dem Weg zu gehen. Ja, ich war jetzt Gassi. Satte 3 Stunden war ich unterwegs Gassi. Aber wenn ich gleich ins Haus komme und meine Frau mir mitteilt, dass ich vergessen habe, den Hund mitzunehmen, dann, ich glaube, dann gibt's noch mal Ärger. Aber mit Evas Glück ist das Haus komplett sauber. Ja, weil immer, wenn ich und meine Frau, wenn wir Streit haben, Ehekrach, dann neigt die Erna zu Übersprungshandlungen. Das heißt, die macht komplett irrationale Sachen. Normalerweise, wenn Ehestreit ist, dann fängt die an, so den Flur zu wischen, das Wohnzimmer zu saugen, die Fenster zu putzen, alles in den dollen Kopf, weil wir Ehekrach haben. Manchmal, wenn wir Ehestreit haben, dann stehe ich hinter meine Frau und dann beleidige ich sie nochmal nach Strich und Faden, was das Zeug hält. Ja, dann macht sie den Keller auch noch gleich mit. So, ich gehe mal ganz vorsichtig in Hause gucken und checke, wie die Lage ist.